In dieser Videoreihe zeige ich den Bau dieses Roboters und die Steuerung über ROS. Der Roboter lässt sich von einem Linux-PC über eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Roboter steuern. Das Ganze habe ich von diesem GitHub-Repo von Robin Wolf, Hannes Bornemann und Matthias Fuhrer von der Hochschule Karlsruhe. Deren Repo baut auf dem sechsachsigen Roboter von Lobo CNC auf. In diesem Teil werden wir die Leiterplatten löten und alles anschließen. Die ZIP-Ordner mit dem Geber-File für die Leiterplatten kann man sich auf dem Repo runterladen und sich die Leiterplatten dann fertigen lassen. In dem Repo sind auch Stücklisten mit den Bauteilen, die man für die Leiterplatten benötigt. Die Leiterplatten sind gut beschriftet und lassen sich somit einfach löten. Wenn alles drauf gelötet ist, sieht das so aus. Die Motortreiber, die ESPs und die Displays werden dann in die Sockel gesteckt und die Stecker der Motoren werden dann später auf die Pins gesteckt. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die drei für ihr GitHub-Repo. Bei den Bauteilen ist darauf zu achten, dass sie richtig rum aufgesteckt werden. An den Motortreibern muss über das POTI noch der Strom passend zu den Motoren eingestellt werden. Ich habe mir noch diese Holzkiste gebaut, in der ich alles montieren werde und die dem Roboter zudem einen sicheren Stand gibt. Ich verwende hier ein 24-Volt-Netzteil. Die Spannungsversorgung für die Stepper wird direkt an das Netzteil angeschlossen. Für die Versorgungsspannung der ESPs habe ich einen Step-Down-Converter von 24 Volt auf 5 Volt verwendet und für die Servospannungsversorgung einen Step-Down-Converter von 24 Volt auf 6 Volt. An das grüne Kabel wird ein Schalter angeschlossen, damit die Achsen bei Bedarf ausgeschaltet werden können. Der zweite Schalter wird aktuell nicht verwendet. So sieht der fertige Aufbau dann aus.
Im nächsten Video werde ich auf die ROS-Software und die Programmierung des Roboters eingehen. Ein großes Dankeschön an meine Schwester für das Einsprechen des Textes.